Hallo zusammen! So, bei uns steht wieder mal ein kleiner Tagesausflug auf dem Programm. Heute geht es ins schöne Appenzellerland, genauer auf die Ebenalp. Der eine oder andere kennt ihr sicher. Das ist dort, wo das berühmte Escherwil-Kirche-Gasthaus steht. Wir waren dort auch schon mal, vor ein paar Jahren, noch vor unserer Reise. Wir haben dort einen von unseren allerersten Vlogs aufgenommen und wir haben eigentlich nur sehr gute Erinnerungen daran. Jetzt nimmt es uns natürlich Wunder, wie sich das in der Zwischenzeit dort aber so entwickelt hat. Vor allem, ob sie immer noch so gastfreundlich sind. Um das mal aber nicht einfach wieder alles topfgenau gleich wie beim letzten Mal zu erleben, sind wir ein bisschen anders unterwegs. Das heisst mit dem ÖV. Wir haben nämlich die Wahl gehabt, wie dass wir ins Appenzellerland aufreisen wollen. Und die uns ein bisschen kennen, wissen, dass wenn wir die Wahl haben, dann ja, gibt es eigentlich nur noch einen fahrbaren Untersatz, den wir uns auswählen. Hast du auch Hunger? Oh ja, ich bin schon bald hangry. Es ist herrlich hier oben. Nicht immer so kalt. Ich dachte, wenn es Wetter nicht so gut ist, sicher kühler. Aber die Jacke habe ich bis jetzt eigentlich noch vergeben mitgenommen. Bevor wir jetzt hier eine kleine Wanderung machen, wollen wir schnell etwas zu Mittag essen. Und zwar in dem schönen Berggasthaus, das es hier auf der Ebenalp gibt. Nicht in dem, der hier in Felsen reingebaut ist. Das gehen wir dann nachher eben noch anschauen. Sondern es hat hier wirklich eins, das gerade zu oberst oben auf der Alp ist. Boah, hast du gesehen, wie der Nebel unten kommt? Ja, voll, das ist noch da gesehen. Einfach ein Schwall. Wahnsinn. Ja, wirklich viel sieht man nicht von den Bergen. Dort hinten wäre, glaube ich, irgendjemand der Sentis. Sehen wir noch? Kann man sich vorstellen, was das ist? Das ist echt Wahnsinn, ey. Das sieht es so aus. Also das nenne ich mal Mittag mit Russen. Wahnsinn. Kaum ist fertig gegessen und schon ist wieder alles weiss und zu. Man sieht keinen Gipfel mehr, man sieht nicht mein Tal. Ja, schade. Aber wir machen jetzt gleich eine kleine Wanderung zum Escherwil-Kirche und hoffen, dass es in der Zwischenzeit irgendwann wieder auftut. Es kann wirklich, es kann eigentlich alle 5 Minuten gefühlt wieder wechseln. Und ja, auf eine Art ist es noch spannend, aber wenn es jetzt so überbleiben, wäre natürlich schon ein bisschen schade. Darum Daumen drücken. Hm? Wir müssen wärmer einpacken. Dann können wir schon wieder warm, wenn wir laufen. Hoffen wir es. Wo bist du? Sehe ich schon nicht mehr. Über den Wolken. Schon nicht ganz. Sie
sind ja schon ziemliche Spezialisten beim Wandern. Wir haben einmal für Strecken, wo du irgendwie so vielleicht eine Stunde hast, mindestens doppelt so lang, wenn wir überall wieder anhalten und Fotos machen. Dann ist eigentlich der Nebel gar nicht so schlecht. Vielleicht schaffen wir es dann noch in einer anständigen Zeit runter. Wir müssen ja, wie es hier aussieht, bei schönem Wetter. Zum Vergleich sonst mal irgendwie schnell eine Szene einblenden. Es ist schon ganz, ganz anders, aber auf eine Art ist es eigentlich noch schön. Fast so etwas Außerirdisches mit dem Nebel. Und es ist so schön still, wir haben fast keine Leute. Ja. Nein, es stört mich überhaupt nicht. Also wir haben es jetzt gerade geschafft. Das Ganze hier ist ja eine Rundwanderung. Das heisst, man kann von zwei Seiten her kommen. Und die Seite, die wir jetzt ausgewählt haben, ist eigentlich von hinten. Also sieht man eigentlich von hier aus nicht so den berühmten Blick, den man auch von was ist, National Geographic her kennt. Das Anbild, das so ja, um die Welt gegangen ist. Das sieht man dann erst, wenn man nachher wieder weiterläuft. Aber es ist auch hier sehr eindrücklich, weil das Ganze ist auch wirklich mit die Felsen nie gebaut. Ist das ein gutes Plätzchen ausgesucht? Ja. Ja. Dass man auf die Idee kommt, hier einfach so ein Gasthaus zu bauen, mit den Felsen nie. Also, wir haben schnell nachgeschaut. Und zwar gibt es die Höhlenkapelle, das ist hier hinten. Die gibt es schon seit 1621. Das ganze Gasthaus ist dann später dazu gekommen. Man weiss nicht genau seit wann, aber etwa um 1800 haben dann die Mönche, die hier gelebt haben, angefangen, einfache Getränke und Essen zu verkaufen an den Wanderern, die hier vorbeikommen sind. So, die Erfrischung hat gut da. Das Coole ist, die Preise hier sind echt noch zahlbar, für das es jetzt so populär geworden ist. Ihr könnt ja eigentlich alles verlangen und es wird wahrscheinlich gezahlt werden. Ja, und jetzt sind wir auf dieser Seite, wo man es vielleicht ein bisschen besser kennt. Darum gibt es jetzt auch noch den obligatorischen Escherwil-Kirchli-Edit in 3, 2, 1. Das hat schon fotogen, hä? Oh ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir verabschieden uns wieder und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann hoffentlich ohne Hitzki. Ja, hoffentlich. Bis dann, habt Sorge, macht es gut und bis bald. Wie machst du aber? Ja, so. Tschüss. 너무